Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Wir sind hier beim Zauberwald stehen geblieben im letzten Part und da machen wir direkt weiter. Wir gehen jetzt mal rein. Oh, und werden direkt von Monstern begrüßt. Na, sauber, das werden ja noch mehr. Hä? Warum konnten wir durch die Frösche durchgehen? Hä? Und das mache ich jetzt mal hoch. Machen wir einfach mal das. Ja. Oh, spin to win. Bam. Oh. Was sogar guten Schaden macht, aber keiner ist tot. Okay. Okay, und die fressen die Frösche, oder wie? Hm. Aber jetzt bist du tot. Brav. Geht verdammt nochmal sterben. Keiner hat euch lieb. Ihr seid nur aus Mitleid in diesem Spiel. Yes. Das hat denen den Rest gegeben. Ja, Mann. Chili erreicht eine... erreicht die nächste Stufe. Okay, aber... Wir geben der Kane jetzt den Hastgurt, weil er ist einfach nur scheiße langsam. Der ist so langsam, dass wir schneller kacken, als er rennt. Naja, okay. Speeches. Ja. Dann kümmern wir uns jetzt mal. So, der geht. Gudrun geht auf die Schlange und. Da Ken und ich. Da Ken und Chili, wir kümmern uns um den. Ja, um die alle und so. Komm schon, Gudrun. Mach uns stolz. Hm? Ist das so ein letzter Angriff oder wie? Ich verstehe es nicht. Ne, es scheint nicht so eine Art letzter Angriff zu sein. Aber wenn diese Schlange weiter macht, ist bald nur noch sie da. Soll uns recht sein. Zack. Na gut, jetzt ist der Frosch zuletzt da. Aber auch dieser stirbt. Die geben mittlerweile richtig gute Technik, richtig viel Technikpunkte. Ha. Aber hier scheint doch nichts zu sein. Scheine ich mich wohl zu irren. Weil ich der Meinung war, dass hier in dem Wald eigentlich ja, etwas ist, sag ich mal. Hm. Muss ich überlegen. Wo müssen wir hin? Das ist die Frage der Frage, der Fragen. Das ist die 1-Million-Euro-Frage bei Günther ja auch. Hm. Denk, denk, denk. Wo könnte oder wo müssten wir hin? Hm. 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 Egal. Wir werden schon was finden und da drin. Huch. Ah, ich verstehe. Ein Versteck. Wer ist da? Ah, da ist ja wieder Froggy, der Emo-Frosch. Du, Chili. Bist du hier, um deine Fähigkeiten im Fechten zu verbessern? Ach, wir gehen erstmal an dir vorbei und... Huch, wir können die Kiste nicht aufmachen. Wie? Der König ist verletzt? Ich verstehe. Bitte geh. All dieweil ich nichts tun kann. Emo. Der Held bin ich nicht. Nichtig sind meine Taten. Hm. Emo-Frosch. Emo-Froze.
Gehen wir mal raus und wieder rein. Sagt er jetzt was anderes? Nee. Hm. Ach, kommt her. Wir nötigen euch zum Training. Oder uns als Training zu dienen. Muhahaha. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. 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 Ah. Jetzt mal wieder eine schöne Steigaktion machen. Ah. Das tut gut. Was zur Hölle? Okay, normalerweise nimmt der, saugt der aber doch nicht so viel Life weg. Jetzt frisst er den auch. Ach so. Ah, jetzt. Ich glaube, ich verstehe. Glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Oh mein Gott, ich denke! Oh mein Gott! It's coming out! Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen heilen. Besonders Chili hat viel abbekommen irgendwie. Sie haben irgendwas gegen Chili. Nur weil er rote Haare hat. Redhead. Redhead, Retard, whatever. Ach man, warum reicht diese Raketenrolle nicht? Mama. Okay, also die Frösche haben genau 150 Life. Weil die Schlange wohl immer so viel dem Frosch entnimmt, wie viel er hat. Und da wir eben 139 an dem Frosch gehauen haben und er nur 11 Leben regeneriert hat. Oh, Robo-Angriff. Oh. Das war ein Sch- Da waren neue Angriffe, Penis, Arsch, Penis, Penis, Arsch, Penis, 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 Arsch. Ja, kommt her, können wir direkt mal unsere Angriffe testen. Oh Junge! Ach nee, okay, da ist nichts Neues. Eisangriff. Ja, testen wir mal den Eisangriff. Machen wir das Teil aber hoch. Und BAM! Was? 631. Tons of damage. That's tons of damage. Testen wir dann an der Schlange mal direkt den Robo-Angriff, wie stark der selbst ist. BAM! 251. Also da Ken kriegt Skills, die sind richtig übertrieben stark. So strong. Warum lebt denn der Frosch noch? Das ist Frosch Extended. Okay, ja. Wir könnten zwar jetzt nochmal zu Emo Frozy gehen, aber nee. Der ist zu emo-haft und so. Porestube. Schauen wir mal rein. Hier gibt es keine Kisten. Oh, aber da kann man schlafen. Da kann man schlafen. Da kann man sich ausruhen. Ja. Sehr gut. So, jetzt. Derweil gönne ich mir einen Schluck aus meinem Eistee mal wieder. Lecker, lecker Pattaya-Eistee. Das ist jetzt Schleichwerbung. Eistee, Zitrone. Oh, da glitzert was. Yay, eine Kraftpille. Irgendwie immer, wenn irgendwo was glitzert, ist es eine Kraftpille. Na, schauen wir mal. Was hast du? Wo? Mhm. Davon nehmen wir mal 4 Stück mit. Davon mal 3 Stück. Und das reicht erstmal. Gibt's auch eine Hintertür? Können wir da vielleicht da lang?
Scheinbar nicht. Mann. Ach ja, vielleicht sollten wir auch erstmal die Rüstungen anlegen. Ah ne. Goldanzug. Also das... Ja, gibt schon gut Werte. Was steht denn da hinten so im Eck? Oh, ich sah, wie sich ein Spalt öffnete und eine Horde Ghule hineingingen. Ich will mit Magus und seinen Freunden nichts zu tun haben. Was machst du hier? Hast du schon das Neueste? Ja, wir wissen es einfach mal. Alle reden von ihm. Dein Vater muss stolz auf ihn sein. Die geben uns keine gescheiten Informationen. Tatas Haus? Gibt's hier Kisten, die wir plündern können? Mein Sohn, der legendäre Held, muss am Hafermehl liegen. Am Hafermehl liegen. Und dass ich sein Vater bin. Ach so, das muss am Hafermehl liegen. Mein Enkel ist ein mutiger Held. Das hat er von mir. Oh ja, lustig. Schade, wir können den nicht plündern. Na dann mal bei dem Ältestenhaus. Och, und wieder. Immer wenn ich diese Dinger sehe, könnte ich kotzen. Nur die Frage. Wohin? Da kommen wir nicht lang. Oh, da ist ein Weg. Okay. Egal, die schaffen wir hoffentlich mit Leichtigkeit. Hoffentlich. Und spin to win. Oha. Okay. Ja, ich habe nicht zu viel versprochen. Die schaffen wir mit Leichtigkeit. 300 Gold. Oh, da ist eine Kiste. Wunderhand. Nein, klingt nach einer... Ah, da. Oh, nochmal um 3 Schaden mehr. Oder um 3 Angriffsangriff. Ich weiß nicht, wie die Rechnungen hier sind, dass der Schaden berechnet wird. Schaden plus minus Anal plus minus Penis ist gleich der totale Schaden. Ah! Was war das jetzt? Boah, die Viecher halten ja mal gar nichts aus. Trotzdem. Was? Für ein furchtbarer Ort. Nicht sie weg von hier. Solange es noch geht. Oh, der hat jetzt schon eine Keule in der Hand. Der wird vielleicht ein bisschen gefährlicher. Oh. Ja, da müssen wir wohl, wie es aussieht, zaubern. Oder? Bäh. Okay, Gewitter. Schauen wir mal, ob das mehr Schaden macht. Wenn nicht, machen wir einfach mal einen Roboter und so. Bam! Okay. Jetzt hast du verschissen. Jetzt kommt der Eisangriff. Und BÄM! Was? Selbst der macht nur 93. Ja. Der Junge ist weggerannt, aber wir bleiben.
einiges zu finden und... Ja, die nehmen wir uns alle mit halt, die Sachen. Hä? Ach Gott, ne, Scheiße. Na gut, auf den machen wir einfach Spamming. Weil, wenn wir da unser Mana wirklich komplett raus, unsere MP komplett rausballern, gut, könnten wir machen, aber dann hätten wir für spätere Kämpfe nicht mehr so viel. Deswegen, obwohl, haben wir eigentlich genügend Äther und vielleicht sollten wir jetzt erstmal heilen. Ach egal, wir machen Eisangriff. Und dann kommt noch von mir von Chili ein Stich hinterhergeworfen. Bäm! 87. Puh, es reicht, na gut. Hm, gut, dann mal weiter. Hm. Gehen wir mal da hoch. Och nee. Machen wir erstmal so, vielleicht macht es ja auch dem anderen gut Schaden. Wir können es einfach mal hoffen. Der mit der Keule hält leider viel aus. Leider nicht geil. Ah, Eisangriff frisst das. Und frisst einen Stich. Bam! Zack. Oh Gott sei Dank. Ich denke mal, für die Region jetzt hier wäre am besten sogar Dingens. Lucky. Hm. Wow. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir... Jawohl. Ich überlege gerade, wie es mit unserer Zeit aussieht. Mhm. 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 Okay, dann muss ich doch mal kurz was gucken. WhatsApp hilft. Vor allem, wenn man weiß, wann man die letzte Nachricht geschrieben hat. Okay. Ja, doch, wir müssen. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier an dieser Leiter. Wir klettern noch zum Teil hoch. Oh. Und ja, an dieser Stelle mache ich einen Stopp. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Chrono Trigger bei mir. Unter Banana Brother Chili. Ich hoffe mal, dass Frozy auch endlich mal wieder in die Pötte kommt. Bis dahin. Ciao, ciao.